Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadows. Das letzte Mal haben wir am See des Vergessens, war's glaube ich, gegen einen riesengroßen Eistitanen gekämpft, der unsere, ich glaube, Prüfung dafür war, dass wir mit Maria sprechen konnten. Und naja, Maria war halt nicht so gut gelaunt in dem Tod, den sie da... Also wo sie dann da ist, in der Hölle oder im Himmel oder wo auch immer. Jedenfalls geht's ihr halt nicht so gut und wir sind wohl jetzt irgendwie ein Auserwählter und sollen, ja, unseren Weg zum Lords of, oder Lord of Shadow durchbahnen, glaube ich. Irgendwie so war das. Nun, wow, das hat aber viel. Also ich habe vor, für jeden Part, also... Jeder Part soll ein so ein Unterkapitel sein. Falls sich das zu lang zieht, dass das so ist wie bei dem letzten Watchmen-Kapitel, dass ich eine Stunde jetzt an dem verzauberten Wald sitze, dann werde ich das natürlich aufteilen, weil... Nee, das geht gar nicht. Nun denn, da mir der ja, Sprecher diesmal nicht ins Wort fallen soll, sage ich das jetzt einfach mal... Go! We part ways, he and I. My instincts tell me he is filled with hope. A hope that will drive him ever onwards. Good. Perhaps he is the one, a warrior of pure heart, who can deliver us from all evil. Perhaps. I wonder what went through his mind when he saw her there, his beloved. Did he see his dreams, or did he see his future blown away like leaves on the wind? I spy him as he heads out towards the reaches of Pan's influence. A forest lies to the east. That leads to the land of the lichens. The ruin of an ancient civilization is there, forgotten and decaying. Once a proud testament to man's ingenuity and vision, it has now been conquered by nature, as she claims all things for her own. Wow, also ich finde die Stimme von diesem Sprecher so toll. Und ein Hauptcharaktereintrag freigeschaltet. Ah, Sobek. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich diesen Part einfach nutzen soll, euch alles vorzulesen, weil ich wurde gefragt, also ich habe ja euch gefragt, sagen wir es eher so, ob ich jetzt vorlesen soll oder nicht. Und ich glaube, ich mache das jetzt so, dass ich immer, naja, entweder am Ende eines Parts oder je nachdem am Anfang, wie es jetzt möglich ist, halt ein bisschen vorlese. Ich muss erstmal mehr gucken, wie das hier alles funktionierte. Wie war denn das mit dem Rollen? Ach so, war das mit dem Rollen. Ja, jetzt habe ich es wieder. Gut, ja, und... Entschuldigung. Was ich halt jetzt jedenfalls sagen wollte, ist, dass ich jetzt, denke ich, erstmal eine Runde vorlesen mache. Das war falsch. Das ist... hoch hier. Genau. Charaktere. Hauptcharaktere. Fangen wir mal mit dem Gabriel an. Also, als Kind wurde er vor der Tür eines Klosters der Bruderschaft des Lichts ausgesetzt. Es ist nicht bekannt, wer seine eigentlichen Eltern waren. Manche vermuten, er sei das ungewollte, uneheliche Kind eines wohlhabenden Gutsbesitzers aus der Gegend. Sehr wahrscheinlich aus der Familie Cronqui oder so. Franzosen unter euch, meldet euch, obwohl dies nie bewiesen werden konnte. Der Orden benannte den Jungen nach dem seligen Erzengel Gabriel, Holy Trinity for the win, und zog ihn als einen der ihrigen auf. Ich sollte es ein bisschen ernster nehmen, oder? Naja. Das frühreife Kind erwies sich schnell als äußerst talentiert und entwickelte eine beispiellose Beherrschung der Kampfkünste. Den Beinamen Belmont wählte Gabriel aufgrund seiner Vorliebe für Berge und luftige Höhen. Ja dann. Gabriel... der zu Anfällen von Schwermut und gelegentlichen Gefühlsschwankungen neigte, aha, also manisch-depressiv anscheinend, wurde von dem Tod seiner Jugendliebe Marie schwer getroffen. Auf Bitten des Ältestenrats der Bruderschaft brach er zu seiner Mission, zu dieser Mission auf, erfüllte von einem brennenden Verlangen nach Rachen. Achso, erfüllt, ja gut. Dann die liebe Marie. Marie, jüngste Tochter einer reichen Kaufmannsfamilie, fühlte sich immer von der tapferen Gesinnung der Bruderschaft des Lichts angezogen. Das neugierige und lebendige Mädchen stahl sich oft von zu Hause fort, um den Mönchen zu helfen, für die sie backte und putzte. Ja, bei allem dieser Besuche lernte sie den Jungen kennen, der später ihr Ehemann werden würde.
Eine Waise namens Gabriel. Heißt das nicht ein Weiser namens Gabriel? Die zwei Jugendlichen waren füreinander bestimmt. Sie wuchsen zusammen auf und schmiedeten Zukunftspläne. Und diese Pläne gingen in Erfüllung, als die beiden eines idyllischen Morgens mit dem Segen sowohl ihrer Familie als auch der Bruderschaft heirateten. Marie stellte dabei einen ausgleichenden Gegenpol zu Gabriels düsterer Stimmung dar, und oft reichte ihr Lachen schon aus, um die Sturmwolken zu vertreiben, die sich in ihm zusammenballten. Nun wurde Marie auf tragische Weise ermordet und Gabriel dürstet es nach Rache. Ja, gut, Pan. In klassischen Sagen ist von einem mystischen Geist die Rede, der in der Wildnis der Wälder haust und sie vor Schaden schützt. Den Legenden zufolge tritt dieser Geist in verschiedenen Gestalten auf, oft als Adler, als Hirsch, als Wildschwein oder sogar als Pferd. Wie auch in vielen anderen, es tut mir leid. Manchmal wird Pan als böser Satyr dargestellt, während andere Erzählungen einen gutmütigen und mächtigen Halbgott schildern, einen Diener von Mutter Natur selbst. Doch die Menschheit in ihrer Arroganz verschmutzt und zerstört die Welt. Die alten Geister ziehen fort und bald muss auch Pan sein Schicksal wählen. Also ich kenne den Pan eigentlich nur so, halt, als Satyr. Anders kenne ich den gar nicht. Dann haben wir hier Sobek. Das ist ja der nette Herr, der uns die Lichtmagie gegeben hat. Ja. Wenn man den Chroniken der Bruderschaft Glauben schenken mag, ist Sobek einer ihrer am längsten dienenden Krieger. Die Liste der Heldentaten, die ihm zugeschrieben werden, ist ebenso beeindruckend wie sein umfangreiches Wissen über die Kunst des Krieges. Trotz seines Alters kann er mächtige Kampffähigkeiten zum Einsatz bringen. Ja, das haben wir ja gesehen. Seine Lieblingswaffe ist ein einfaches Langschwert, das er mit großem Geschick schwingen kann. Ungewöhnlicherweise trägt er gerne die altmodische Uniform der Bruderschaft des Lichtes, die ich persönlich viel schöner finde als die von Gabriel, von der er sagt, dass er sie von einem seiner Vorfahren geerbt hat. Aha, einem Gründungsmitglied des Ordens. Cool. Nun denn, die Monster, würde ich sagen, schenken wir uns jetzt einfach mal. Und ich glaube, das war jetzt nicht so lang. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch anfangen hier. Gut, dann hier. Und jetzt? Nochmal runter? Ja, sieht so aus. Und jetzt? Hier? Warte, RT? Und dann runter? Und runter? Und jetzt darüber? Ich stelle mich ja gar nicht mal so blöd an. Und jetzt? Ganz runter. Ja, das war doch gar nicht mal so schlecht. Oh, da liegt jemand. Hallöchen. Wir kriegen keine Hinweise mehr. Das ist echt gemein. Ja, wir haben eine Schriftrolle erhalten. Die soll ich ja jetzt auch vorlesen. Dann wollen wir mal. Ordensritter Schriftrolle. Ein Waffenbruder ist vorangegangen, während ich mich hier eine Weile ausruhte. Die Hitze der Sonne brennte unbarmherzig und meine Wunden machen mir immer noch zu schaffen. Ich überließ ihm meinen Lebensstein in der Hoffnung, dass er vor Einbruch der Nacht Proviant findet. Denn unsere Vorräte sind bald aufgebraucht. Er ist ein guter Kerl, stark und willig. Aber er muss noch lernen, im Kampf Geduld zu üben, wenn er überleben will. Ich hoffe, ich habe ihm den Lebensstein nicht umsonst gegeben. Ja, wollen wir es mal hoffen. Was haben wir denn hier noch? Ach, Information zu unserem Kampfkreuz. Nee, komm. Das machen wir irgendwann anders. Hier ist die Eisenkette. Ja. Gut, anscheinend tatsächlich hier runter. Ich finde das scheiße, dass wir keine Infos mehr kriegen. Naja, geschadet hat es uns jetzt nicht. Kommen wir hier hoch? Ist hier was? Nee, ist hier was? Nee, auch nicht. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Heißt das, hier kommen jetzt Lucana? Übrigens habe ich Underworld gesehen. Er lief am Wochenende. Also Underworld 3. Also eigentlich der total überflüssig ist, weil man die Story schon aus dem ersten kennt. Aber ich wollte ihn trotzdem sehen. Ja, Tatsache, wir haben Lucana. Und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie das mit den Blocken war und so. Oh, das sind neutrale Elementarsphären. Oh Gott. Dank des Lichtmagie-Medaillons, das du von Sorbeck erhalten hast, drücke und halte die linke Stick-Taste, um neutrale Energie... Was? So?
Nicht im Ernst. Jetzt sag nicht, du hast neutrale Energie in Lichtmagie umgewandelt. Ach du Scheiße. Drücke den linken Bumper, um deine Lichtmagie zu aktivieren. Habe ich. Und jetzt? Habe ich. Muss ich das jetzt drücken und kann dann dabei kämpfen? Nee. So ist es dann doch nicht. Aha. Na, was soll's. Wo geht's weiter? Ja, und wie lange soll ich das machen? Ja, ich habe die jetzt aktiviert. Ist die jetzt aktiviert? Das ist cool. Und wie geht's jetzt weiter? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht von dem Spiel. Darf ich das mal anmerken? Geht's hier weiter? Nee, hier ist auch Ende. Muss ich das hier vorne aktivieren? Ja, ich aktiviere das jetzt. Und jetzt? Irgendeine Taste drücken? Nee. So, konzentriere ich die? Kann ich da irgendeinen Tagebucheintrag? Warte mal, Talente. Nein. Doch. Was ist das? Lichtsteinmedaillon. Ja, das ist klar, dass ich das gekriegt habe, aber wie benutze ich das? Es wird den Monstern, das nervt mich, dass die jetzt hier alle noch blinken. Eistitan. Hübsch. Sumpftroll. Ganz hübsch. Ja, die waren auch. Wir machen das jetzt einfach mal, damit es nicht blinkt. So wie in Final Fantasy. So, jetzt habt ihr die Bilder auch alle einmal gesehen, aber... Geht's jetzt weiter? Und wenn ja, wo? Also, da bin ich jetzt hochgekommen, aber das sieht irgendwie nicht richtig aus. Und hier auch nicht. Und, hä? Geht's jetzt doch hier weiter? Nee, auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen angepisst. Ja, ich benutze die jetzt. Und was habe ich davon? Irgendwie weiß ich gerade nicht, was ich falsch mache. Wo habe ich das Spiel eigentlich liegen? Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Das kriegt jetzt einfach mit in die Bedienungsanleitung. Das passiert bei Blind LPs, wenn ich einfach nicht weiß, was die von mir wollen. So, Lichtmagie. Drücke LB um... Was? Lichtmagie-Angriffe sollte man sich am besten für große Gegnergruppen aufheben. Sie besitzen den Vorteil, dass sie Gabels Gesundheit stärken. Zum Aktivieren LB drücken, zum Deaktivieren erneut drücken. LB. Oh! Gut. Irre. Fallen lassen keine neutralen, wenn du Magie aktiviert hast. Ja, das ist ja in Ordnung. Ja, dann. Aha. Lichtmagie. Verwendung. Ach, die Absorption ist mit dem Bumper und die Aktivierung ist mit LB. Ja, dann ist ja alles cool. Und hier kriegen wir neue Attacken. Gut, okay, ich nehme alles zurück. Ich habe es falsch gemacht. Ich habe den Bumper gedrückt. Aber jetzt geht's wenigstens weiter. Und wir haben wieder was Neues freigeschaltet. So. So. So, alles toll. Und wo geht's jetzt weiter? Oh, ich sehe das in diesem Spiel. Oh, hier anscheinend. Ah, okay. An diesen Statuen können wir unseren Energievorrat auffüllen. Können wir hier noch was machen? Ja, ich laufe bestimmt an der Hälfte von den Sachen vorbei hier, aber was soll's. Einmal drücken. Jetzt scheint es voll zu sein. Ja, schönes Ding. Und jetzt lädt es.
Ich will jetzt kein großes Viech haben, wenn es geht. Geht nicht auch mal was Nettes? So Plüschhasen oder sowas? Irgendwas Nettes? Irgendwas, was mich nicht sofort töten will? Verdammte Axt! So. Und kullern. Sind die eigentlich stärker als die anderen? Scheint irgendwie so. So, und da geht's weiter. Aua, das war natürlich jetzt nicht so. Wow! Also langsam kriege ich das mit diesem Timing-Gedöns hin. Und die waren Dolche. Ach, clever. Weiter geht's. Los, Gabriel, wir machen das schon. Kuller dich durch die Weltgeschichte. Ich will immer RT drücken, ich weiß auch nicht wieso. Das sah schon mal richtig aus. Warum auch immer. Und wow, habt ihr es gesehen? Wir haben die Steine zerfetzt. Ist ja irre. Oh Mann, ey. Blind LPs. Jetzt seht ihr erstmal, wie dumm ich bin. Ich kann nämlich sowas gar nicht. Wahrscheinlich ist das nicht so gut, wenn wir die Dinger alle kaputt machen. Irgendwas erwartet uns hier bestimmt noch. Haben wir hier noch was? Nee. Hier geht's auch nicht weiter. Hier drüben geht's weiter, aber ich glaube, es geht auch hier hoch, oder? Nee, das sieht natürlich nur so aus. Das sind hier wieder unsichtbar. Oh, ich hasse so. Warum? Warum gibt es in so einem Spiel unsichtbare Wände? Oh, ich check's nicht. Los, weiter hier rüber. Und warum mache ich das kaputt? Ich weiß es nicht. Gut, hier, hier kann ich auch runter. Jetzt die Frage, was richtig ist. Hier will ich nicht her. Kann ich jetzt hier hoch? Nee, kann ich auch nicht. Also laufen wir nochmal den anderen Weg. Wir haben ja Zeit. Ach. Kapitel 2 und ich bin schon überfordert. Ich will meine Karte. Hallo, ich meine, wo ist es denn das hier? Ich kriege ganz oft die Kommentare. Wo ist denn das hier in Castlevania? Wo ist denn das Schloss? Ja, hallo Leute, ich habe auch keinen Plan. So. Ich habe was davon gelesen, dass man möglichst viele Kombos machen muss, damit diese Magie erscheint. Aber irgendwie muss ich wohl doch nur draufwemsen, was das Zeug hält. Ja, das war schön. Ich will doch mal Zeit, dass wir mal ein paar Dolche benutzen. So, und wir scheinen ziemlich großräumig einzusammeln. Das ist schon mal ganz gut. Hier haben wir Wasser. Hier werden wir nass. Und wo geht's weiter? Hier? Hier? Ach, da oben. Können wir klettern. Hier. Und hier. Ich komme mir fast vor wie hier in Tomb Raider Underworld, oder wie das heißt. Nur, dass ich sowas eigentlich gar nicht kann. Kommt man da hoch? Tatsache. Klasse. Und darüber? Super. Nochmal? Sauber. Und nochmal? Sauber. Und jetzt nochmal zweimal hoch, dreimal hoch? Sehr gut. Och, war ja gar nicht mal so schwer. Ich will dich eigentlich kaputt machen. Klappt wohl nicht so ganz. Dann lassen wir es halt sein. Hier hoch. Hallöchen. Ach, du bist bestimmt der, der eigentlich die Nahrung holen sollte. Nicht wahr? Nein, bist du nicht. Gut. Ohrensritter Schriftrolle 2.0. Gott bestraft
uns für unsere Sünden. Die Welt versinkt im Chaos und wir werden alle bald sterben. Gefangen im Limbus zwischen Himmel und Erde, ohne Chance auf Erlösung, ohne Ausweg. Ich bin schwer verwundet und die Lykaner können mein Blut riechen. Sie jagen mich bereits, mein Schicksal ist besiegelt. Lieber Gott, vergib mir. Kardinal Volpe. Volpe? Schickt uns alle in den Tod, aber wofür? Ich und mein Waffenbruder liegen gebrochen und verloren am Wegesrand, verdammt seien er und seine zum Scheitern verurteilten Missionen. Er und die Ältesten sollten ebenfalls für ihre Sünden büßen. Oh, ich finde, ich lese ganz gut vor. Also, ich habe schon mal schlechter vorgelesen. Ich weiß auch nicht, warum es heute so gut läuft. Es wird wahrscheinlich auch wieder Momente geben, wo es wieder schlechter wird. Ihr kennt mich ja. So, können wir über die Brücke? Gibt's hier was? Mann. Wenn ich doch nur wüsste, was... Es ist wahrscheinlich hier der andere Weg, den man hätte nehmen können. Ja, sieht fast so aus, ne? Ja, komm, scheiß drauf. Den schenken wir uns. Ich habe eh keinen Peil. Huch. Ich wollte eigentlich hier hoch. Und dann hier weiter. Ich meine, ich würde den noch niemals wiedererkennen, den Weg, wenn wir da wieder lang wären. Und oh mein Gott, nein. Kommen wir dran? Ja. Gut, und jetzt war X oder Y, ne? Sieht gut aus. Oh Gott, das klingt... Das stinkt förmlich schon nach Kampf. Ich weiß auch nicht. Hallöchen. Ich will haben, was du hast. Ja, geht doch. Nein, du hast die Fokusschriftrolle? Hä? Was ist das? Kampffokus. Der Kampffokus ist eine uralte Technik der Bruderschaft des Lichtes. Sobald er voll fokussiert ist, kann ein fähiger Kämpfer mit jedem erfolgreichen Treffer neutrale Energiesphären aus einem Feind holen. Anwendung. Oh Mann, der Kampffokus. Die Kampffokusanzeige füllt sich, wenn du gut kämpfst. Verschiedene Angriffe benutzt und selbst nicht getroffen wirst. Die Anzeige sinkt, wenn du zu wenig kämpfst. Ja, na toll. Setzt du Magie an, dann fühlt sich die Kampffokusanzeige ebenfalls nicht mehr. Schön. Ich bin... Nein. Nein, nicht so ein Vetter. Ach du Scheiße, lass alle Runen aufleuchten. Ja, ganz toll. Gut so. Bleib jetzt konzentriert. Dann lassen deine Feinde nach jedem erfolgreichen Treffer neutrale Energiesphären fallen. Aha. Das ist lustig. Nur leider ist das Treffer zerstören den Fokus. Ja, toll. Ey, ich meine, hallo, man kann ja nicht mal einfach mal stehen bleiben und die ganze Scheiße einsammeln, oder? Warte mal, kann ich das hier eigentlich... Warte mal. Ja, das war cool. Nein, das war nicht cool. Ach Gott, ich merke schon. Kampffokus und ich sind auf Kriegsfuß. Das meinte ich mit dem gut kämpfen. Uah. Aber immerhin... Oh, 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 das war knapp. Na, im Grunde muss man gar nicht außergewöhnlich kämpfen. Man... Es reicht eigentlich immer eine Taste. Wie lange hält das Viech eigentlich durch, hä? Das ist ja ekelhaft. Das ist pornös. Ja, habe ich gecheckt. Aber jetzt ist das Viech anscheinend eh hin. Da ist das wurscht. Du solltest versuchen, diese Barriere irgendwie zu sprengen. Ja, mache ich gleich. Ich will das erst alles einsammeln und die Dolche auch. So. Oh, Viecher. Leck mich doch eine Furt. Ey. Das ist ja nicht wahr. So, eigentlich wollte ich die aufheben. Danke, Spiel. Sauber. Genau das hatte ich eigentlich vor. Aua, Mann, ey. Jetzt geht mir die auf den Sack. So, langsam habe ich das mit dem Timing-Scheiß raus.
So, jetzt ist das wenigstens offen. Kommen die jetzt hier eigentlich unendlich? Wow. Also Leute, wenn das jetzt hier mal nicht eine tolle Kampffolge war, dann weiß ich es auch nicht. So. Ja, das Spiel macht Sinn. Ist das nicht wundertoll? Lykana, toll. Hallöchen. Ich bin ja total begeistert, dass du jetzt hier aufgekreuzt bist. Ich meine, besser geht's gar nicht. Als in diesem kleinen Schacht zu kämpfen. Ich meine, boah, ist das geil. So, komm her. Und die Spöcke gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich kann so viel verraten, wir bekommen wohl irgendwie auch noch böse Magie, also Schattenmagie. So. Hier hat gerade was geglitzert. Ist hier was? Nö. Sah nur so aus. Links, rechts, komm, wir gehen einmal links rum. Was war das? Hallo gerade nie gemacht. Oder schiebe ich gerade wieder Hallos? Hier weiter. Geht's da nach oben? Hier geht's weiter. Ja, das hat er doch toll gemacht, oder? Und so super intuitiv. Nein! Das war dämlich. Das war so richtig strunzdämlich. Aber hier liegt jemand. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Wieder eine Schriftrolle. Der große Deku war einst der größte und prächtigste Baum des Waldes. Er war so hoch, dass man seine Krone meilenweit sehen konnte. Manche glaubten gar, er sei lebendig und seine magische Kraft schütze den Wald vor den Angriffen der dunklen Kreaturen. Ich weiß nicht, ob man den Legenden etwas Wahres ist, aber ich weiß eines. Die dunklen Fürsten, die in dem Baum wohl ein Symbol des Lebens sahen, belegten ihn mit einem Pestfluch, der unter seinem toten Stumpf immer noch lebendig ist. Ja, das klingt doch mal erfreulich. So, wie sind denn wir jetzt hier hoch? Und ist hier auch noch was? Das sah so aus. Also ich glaube, wir müssen noch mal um den Baum rum. Ich glaube, das ist der hier. Naja, egal. Komm, noch mal hier hoch. Und einmal hoch da. Und A. Und rüber. Man kann bestimmt auch zur anderen Seite rum, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. So. Gut, dann wollen wir mal weiter. Aber wo ist denn hier weiter? Wo geht's denn hier weiter? Was bringt mir das denn hier? Oder muss ich von hier... Nicht im Ernst. Ich muss doch nicht in den Baum, oder? Anscheinend schon. Gut, dann war's das von diesem Part von Let's Play Castlevania Lords of Shadows. Und naja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir in diesem tollen Baumstumpf uns da glücklich machen. Hurray. Also, bis dann. Ach nee, darf ich nicht mal machen. Mir wurde gesagt, das klingt assi. Tschüss.